Hallöchen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt mal in die Wochenendtendenzen und gucken mal, was hier so auf euch zukommt am Wochenende. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Vielen, vielen lieben Dank für all eure Likes, Abos und Kommentare, die ihr mir da lasst. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ich möchte mich einmal ganz, ganz herzlich für jegliche Wertschätzung bei euch bedanken, ihr Lieben. Ihr macht mir damit immer eine riesige Freude und ja, jetzt möchte ich gerne wieder was zurückgeben. Und wir schauen jetzt mal rein. Denkt immer daran, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du einfach um. Und das Reading ist trotzdem zeitlos. Bedeutet dann, wenn du es findest, das kommende Wochenende kann dann für dich wichtig werden. So, starten wir mal. Wochenende. Was kriegen wir? Was passiert? Was wird wichtig? Okay, so, wir haben hier schon mal die vier der Kelche, die Kraft. Huch, ich habe euch, glaube ich, gerade angedischt. Sorry, ihr Lieben. Dann haben wir hier noch die sieben der Kelche. Dann haben wir die drei der Schwerter. Ach ja, wenn die Karten nicht fliegen können, ne, ihr Lieben. Der Turm. Das Ass der Kelche. Wow, okay. Im Unterdeck habe ich hier den König der Stäbe und die acht der Kelche und die zehn der Stäbe. Also das, was mir hier reinkommt, ist tatsächlich so, dass es dieses Wochenende darum geht, dass hier eine Erkenntnis reinkommt. Ja? Es kann sein, dass du hier etwas bemerkst, dass jemand einer Illusion gefolgt ist. Vielleicht du selber, vielleicht aber auch hier der König der Stäbe, Löwe, Widder oder Schütze. Wir haben hier ganz stark Löwe mit drin, auf jeden Fall in diesem Orakel. Und ich habe das Gefühl, hier entdeckt jemand seine Kraft am Wochenende. Ja? Jemand weiß jetzt, wohin er gehört, zu wem er gehört, was er will, wo er hin will. Hier bricht einiges wirklich auf, das muss man sagen. Und das hat hier was mit einer echt unangenehmen Situation zu tun. Wo ich das Gefühl habe, ja, dass dein Gegenüber hier zum Beispiel extreme Belastungen ausgesetzt ist, momentan mit den Zehen der Stäben und hier quasi durch diese Belastung, durch dieses Vermissen vielleicht auch in deine Richtung, hier jetzt einen Weg einschlägt, ja. Beziehungsweise fängt man hier an, wirklich zu dir zu stehen, man fängt an, seine Kraft in eure Liebe zu investieren, ja. Es kann sein, dass du zum Beispiel jemand Neues kennengelernt hast. Hier gab es ein paar Unstimmigkeiten, hier gab es vielleicht auch so ein bisschen einen Rückzug, einen Streit, Herzschmerz, ja, dunkle Wolken sind aufgezogen über einer Verbindung und diese dunklen Wolken werden sich verziehen. Das wird jetzt am Wochenende passieren. Ich habe das Gefühl, hier geht es auch um eine Aussprache mit einem Menschen. Das kann bei dir sein, es kann bei deinem Gegenüber sein, es kann sein, dass man sich hier von gewissen Menschen oder Dingen trennt, ja, wo man einfach jetzt eine Wahrheit erkennt. Es kann sein, dass man hier auch mit den vier der Kelchen etwas nicht annehmen wollte, ja, einen Herzschmerz unterdrückt hat. Dieser Herzschmerz wird hier nochmal getriggert und kann in die Auflösung gehen. Das heißt, hier kann es am Wochenende wirklich dazu kommen, dass du emotional nochmal so ein bisschen, ja, hochkochst. Es kann sein, dass hier wirklich ein Turmmoment reinkommt. Wir haben das Bangs bezüglich Richtung Samstag. Man erkennt etwas. Ich habe hier eine Erkenntnis drin, ja, in diesen beiden Karten. Und ich habe hier das Gefühl, dass hier auch ein Gewitter sozusagen sehr reinigend ist, ja. Also es kann auch hier zu Streitigkeiten kommen. Das könnte hier mit einem Wasserelement zu tun haben, kreisliches Skorpion, ja. Es kann auch sein, dass jemand ziemlich in den Arsch gekniffen ist am Weekend über etwas, was du sagst, ja, oder über eine Handlung. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass du hier bezüglich eines Menschen dir wirklich die Hutschnur reißt und du sagst, so, jetzt hat sich das Ding hier für mich endgültig erledigt, egal wie schwer es mir fällt, jetzt reicht es, ja, also das Maß wurde einfach überspannt. Auch das kriege ich hier rein.
Für die einen oder anderen kann es sein, dass du jemand Neues kennenlernst, jetzt am Wochenende. Es könnte ein Löwe sein, es könnte jemand sein, der sehr, eine sehr krasse Ausstrahlung hat, sehr attraktiv ist, sehr neugierig ist, sehr kommunikativ ist, ja. Vielleicht erfährst du sogar, dass bei diesen Menschen irgendetwas nicht so rund läuft, ja, im Leben, dass es dort irgendwelche Belastungen gibt. Vielleicht mit einer alten Partnerin, vielleicht auch mit der Familie, vielleicht mit dem Beruf, mit irgendwelchen Projekten. Ich weiß es nicht, was es genau ist, ne? Aber du könntest erfahren, okay, da hat jemand irgendwie Probleme. Und du bist hier sozusagen eine Unterstützung. Auch habe ich hier eine Dreierkonstellation, wird hier aufgelöst am Wochenende. Man erkennt, wie gesagt, wo man hingehört. Man erkennt, mit wem man zusammen sein will. Und man geht jetzt neue Wege. Ja, auch wenn einem das noch so schwer fällt. Also es ist eine krasse Energie. Es wird auch vieles hier passieren. Und für einige kann es auch sein, dass du wirklich jetzt eine Erkenntnis bekommst. Ja, dass du einfach für dich sagst, was bin ich da eigentlich hinterhergerannt, ja? Oder was habe ich mir eigentlich hier für Kummer zugetan? Warum hatte ich so viele schwere Gedanken? Warum habe ich so lange an etwas festgehalten, ja? Was mir eigentlich überhaupt nicht dienlich war? Das können auch wirklich Emotionen sein, wo du sagst, es hat mich einfach die ganze Zeit belastet, ja? Hier auch nach vorne zu gehen, neue Wege zu beschreiten, neue Chancen anzunehmen. Ja, du hast hier mehrere Chancen, die wir hier definitiv sehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass deine Kraft, deine Energy am Wochenende zurückkehrt, ja. Vielleicht ist sie hier gerade Freitag, Samstag, ist sie noch so ein bisschen am Rumeiern, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, du weißt nicht so genau, ja, was ist richtig, was ist falsch eventuell, ja. Du wirst aber spätestens Samstagabend passiert hier etwas, ja, und das kann ja auch in der Nacht sein, dass du in der Nacht etwas transformierst, zum Beispiel machst du Einschlafmeditation, dadurch lösen sich hier Dinge, ja, die sich hier angestaut haben, ganz, ganz krass, achte auf deine Träume das Wochenende, sorry, und schau mal, was dir alles in diesen Träumen begegnet, weil ich habe das Gefühl, du träumst von mehreren Szenarien, ja, also das sind so Switch-Träume, du bist in der einen Situation, dann auf einmal bist du in der nächsten Situation und alles hat hier wirklich eine wichtige Botschaft für dich, auch das nehme ich wahr, ja. Ansonsten kann es tatsächlich am Wochenende, wie gesagt, auch zu einer Trennung kommen, weil du hier dich für jemand anderen entscheidest, ja, das heißt, es kann sein, dass du hier mit mehreren Leuten zum Beispiel brichst, mit einem Freundeskreis, mit einem Familienkreis. Ich nehme tatsächlich auch wahr, dass du hier deinen eigenen Weg gehen möchtest. Du wurdest immer wieder aufgehalten, du wurdest immer wieder in Illusionen gehalten, ja? Du hast hier auch eine Wahrheit nicht erkannt oder du wolltest sie nicht erkennen. Jetzt wirst du sie erkennen. Vielleicht auch mit einem Kummer, mit Traurigkeit und Herzschmerz in Verbindung gebracht, ja? Das bringt aber hier sozusagen diese Heilung. Also es ist ein ganz, ganz heftiges Orakel, ihr Lieben. Die Energien scheinen hier richtig anzuziehen am Weekend. Ich glaube auch, dass hier wirklich ja, Illusionen werden hier rausgehen. Man kriegt die Wahrheit wirklich serviert. Die kann hier wehtun für die einen oder anderen. Oder beziehungsweise ist es hier seine Wahrheit, die er Kredenz bekommt. Ja? Dass er hier aufs falsche Pferd gesetzt hat. Also das kann auch möglich sein. Eventuell hörst du auch, dass sich ein Gegenüber, der noch gebunden war, jetzt trennt. Ja? Und dann hat hier natürlich jemand Herzschmerz. Und es kann auch sein, dass dieser jemand diese Trennung nicht akzeptieren möchte. Das heißt, dein Gegenüber wird hier weiter belabert, belatschert und man wird versuchen, ihn wieder zurückzuziehen. Ja? Auch das haben wir hier. Ich habe hier tatsächlich ein bisschen Vorsicht mit Wasser und elektrischen Geräten. Also wir haben es leider wieder drin. Wir haben hier ein elektronisches Problem. Es kann hier sogar auch wieder, und tatsächlich hatte ich das auch einmal und ich mag es gar nicht mehr aussprechen, denn mein Wasserkocher hatte, wo ich das letztes Mal gesagt habe, mit einem irgendein defektes Gerät und auch mit einem Kabelbrand, mir ist es dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, hat mein Wasserkocher angefangen zu brennen. Also es war ganz toll. Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch wieder so etwas mit drin, dass hier etwas in den Arsch gehen könnte, ja, und das ärgert dich einfach. Es ist jetzt hier nichts Riesengroßes, ja, und du wirst ja auch, wie gesagt, relativ schnell für Ersatz sorgen. Du wirst es dir auch leisten können, weil wir die Fische hier drumherum schwimmen haben, ja.
Also da ist das ist jetzt nichts mega Heftiges, wo du sagst, boah, das kann ich nicht stemmen, ja. Es kann sein, dass es ein bisschen anstrengend wird, weil du vielleicht eine Zeit überbrücken darfst, ja, wie du dann klarkommst, das kann schon sein. Aber ich sehe hier trotzdem, du wirst es dir neu anschaffen können oder du wirst die finanzielle Unterstützung bekommen, vielleicht auch von jemandem, ja, der dir hier einfach hilft, diese Situation zu lösen. Also das haben wir hier auch noch drin. Jo. Bei dem Gegenüber habe ich hier noch, es könnte sein, dass es eine sehr neugierige Person ist, jemand, der gerne auch ein Risiko eingeht, jemand, der schon oder nicht gerne ein Risiko eingeht, das habe ich falsch gesagt, sondern bereit ist, ein Risiko einzugehen. Ich habe hier jemanden, der in seine Kraft, in seine Stärke findet, ja, nach einer längeren Zeit, wo man sagen kann, okay, hier ist jemand eher weichgespült gewesen. Vielleicht auch durch Beeinflussung, durch Illusionen Dritter, ja, drei der Schwerter. Und dieses Weichgespülte geht jetzt raus. Man fängt jetzt hier wirklich an, klar zu sehen. Man fängt jetzt an, die Dinge auch anzugehen, ja, egal wie schwer der Weg ist. Man hat keinen Bock mehr drauf. Es reicht hier, reicht irgendwas. Irgendwas läuft hier über. Das Maß ist voll, ja. Okay, auch kann es sein, dass sich hier angestaute Emotionen am Wochenende entladen. Es kann tatsächlich auch sein, dass du anhand des Wetters das mitbekommst. Das heißt, es kann sein, dass du hier einen Gewitter erlebst und tatsächlich geht das Gewitter auch innerlich bei dir ab, ja. Dann haben wir hier so ein bisschen einen Hang zur Melancholie, zu schlechten Gedanken, wo du definitiv versuchen solltest, wirklich zu schauen, sag mal, ist es jetzt gerade so schlecht oder rede ich es mir vielleicht auch schlechter, als es gerade überhaupt ist? Ja, auch das habe ich hier. Generell knackst du hier am Wochenende auch eine Nuss. Das kriege ich hier auch rein. Hier kommt eine neue Chance rein. Es kann sein, dass du jemand Neues kennenlernst, der dir auch mit alten Herzschmerz hilft, ja, in die Heilung zu gehen. Auch das könnte sein. Und ja, das sind so erstmal die groben Impulse. Eine finanzielle kleine Überraschung habe ich hier. Ein kleiner finanzieller Zugewinn. Der hier auch wieder so ein bisschen den Ansporn in dir weckt, vielleicht Dinge zu machen, Dinge zu starten, die du vielleicht auch auf Eis gelegt hast, ja, hier bricht ganz, ganz viel auf am Wochenende, also es ist eine Wahnsinnsenergie, ihr Lieben, und die ist nicht schlecht, denn sie ist hier wirklich, hier wird die Wahrheit präsentiert, hier begreift jemand, was er will im Leben, hier möchte jemand zu dir stehen, hier kommt jemand in seine Kraft und das bringt euch hier eventuell auch wirklich diese neue Chance, ja, in der Liebe. Partnerschaft. Auch hat man hier sich eventuell selber begrenzt, bekomme ich noch rein. Es kann dein Gegenüber sein, es kannst du sein. Diese Begrenzungen gehen jetzt raus. Ja, also hier kommt auch so eine Welle über dich, die dir neue Kraft, neue Energy eben schenkt, ja, wo du auch wieder das Gefühl hast, okay, du kriegst jetzt die Dinge auch gebacken, ja. Es könnte sein, dass du in der letzten Zeit irgendwie das Gefühl gehabt hast, es stagniert alles, es geht nichts vorwärts, ja. Du warst hier eher im Kummer gefangen, das geht raus. Dir wird etwas klar. Wow. Was haben wir denn hier? Ach hier, guck mal, da haben wir sie, die Konkurrenz, der Eifersucht, die Einflüsse von außen und durch Dritte, die Rivalen, ja, fliegt raus. Es geht hier etwas raus, hier wird Klartext gesprochen, ja, und das kann hier auch diese Konkurrenz tatsächlich wirklich in eine Tragödie bringen, ja, also ich nehme das nicht bei dir wahr. Es kann sein, dass du die ganze Zeit in einer Tragödie, in einer On-Off-Situation warst, weil hier jemand nicht klar sehen wollte, weil jemand hier nicht hinschauen wollte, weil jemand nicht zu dir stehen wollte, nicht öffentlich zu dir stehen wollte, ja. Das geht jetzt raus, ganz ehrlich, das hat hier keinen Platz mehr. Entweder weil du dich distanzierst oder weil jemand jetzt wirklich Klartext spricht und vor allen Dingen zu dir steht, ja, und es auch öffentlich macht. Wow. Dinge, die dich hier beeinflusst haben, ja, vielleicht auch finanzielle Dinge, die dich hier beeinflusst haben, weiterzukommen, wirst du sehen, dass hier tatsächlich sich eine Veränderung bei dir einstellt, ja, diese Einflüsse oder auch eine Rivalin, du könntest hören davon, dass sich jemand trennt, ja, von, wie gesagt, von wem auch immer. Es kann eine Partnerschaft sein, es kann hier sein, dass man sich von Menschen trennt, die einen immer wieder hier mit einem Schlitten gefahren sind, ja.
Wir haben hier im Unterdeck nämlich noch den Bunch of Flower. Das ist hier die Einladung, das ist das Geschenk, das ist eine Überraschung, die hier reinkommt. Das ist das Ast der Kelche. Ja, und das wirst du hier merken. Und auf steigst du dieses Wochenende aus einer Konkurrenzsituation aus. Das kann hier auch möglich sein. Ja, oder dein Gegenüber steigt hier aus einer Konkurrenzsituation aus. Man hat die Schnauze gestrichen voll. Wow, heftig. Ja, ansonsten hier ein kleines Geschenk, ein Blumenstrauß, etwas, was dir einfach, es kann auch wirklich ein liebes Wort, ein lieber Text, eine liebe Geste sein, die hier zu dir kommt, ja. Es kann auch sein tatsächlich, dass hier jemand, zum Beispiel wenn es jemand aus der Familie ist, dass man hier versucht, mit dir ein Gespräch zu bekommen, ja, dass man hier versucht, Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken, dass man hier auch einsieht, Fehler gemacht zu haben, auch das habe ich hier drinne. Und die Farben Rot und Gelb könnten von wichtiger Bedeutung sein. Vielleicht fährst du ein rotes Auto, vielleicht fährst du ein gelbes Auto, vielleicht hast du die Farben Rot und Gelb gerade an. Das sind auf jeden Fall Farben, die dir am Wochenende häufiger begegnen können. Ja, in welcher Form auch immer. Vielleicht schenkt dir auch jemand gelbe oder rote Blumen. Das kann auch möglich sein. Hier geht es auch um Gerede hinter deinem Rücken, was jetzt ans Tageslicht kommt. Ja, also auch das habe ich hier drin. Du wirst etwas erfahren, dass hier sich hinter deinem Rücken irgendwelche Leute das Maul zerrissen haben. Es sind auf jeden Fall Menschen, die, wo du schon eine Verbindung zu hast, die auch einen emotionalen Wert für dich haben. Und das enttäuscht dich hier. Das kann ich auch gleich sagen. Hier liegt eine Enttäuschung mit drin, ja? Okay. Aber, wie gesagt, diese Enttäuschung, du wirst hier eine Klarheit bekommen und du wirst deswegen auch anfangen, hier wieder in deine Kraft und in deine Energy zu kommen, weil du endlich erkennst, wer wirklich ehrlich ist, wer wirklich loyal ist und wer hier einfach nur Spielchen spielt. So. Hier haben wir die Libelle. Das ist der Wandel, von dem ich gesprochen habe. Die Libelle steht auch für den Neubeginn. Ja, also auch hier haben wir wieder diese, also hier sind so drei, ich weiß nicht, was das ist, drei Lichter. Auf jeden Fall drei der Schwerter, drei Fische. Ja, also auch die Zahl drei könnte wichtig sein. Ich habe hier aber auch das Gefühl, aus drei macht zwei. Ja, also Einflüsse, Konkurrenzsituationen, hier entscheidet sich jemand. Und es geht darum, dass das hier einen Neuanfang für dich mitbringt, ja. Du musst halt für dich schauen, auf welcher Position bist du hier. Ne? Auch habe ich hier das Gefühl, tatsächlich eventuell begegnet dir jetzt auch immer wieder eine Libelle. Das könnte hier auch schon für dich ein wichtiger Impuls sein, dass du nämlich hier in einem Wandel bist, dass sich hier für dich wirklich eine positive Überraschung einstellt. Ja? Auch ein romantisches Date kann ich nicht ausschließen am Wochenende. Mit einer Person, ja, wo man wirklich einfach die Liebe, die Zärtlichkeit zueinander spürt, ja, und wo man auch über die Dinge spricht, die hier nicht richtig gelaufen sind. Also auch wichtige Gespräche, die hier am Wochenende stattfinden, auch wenn sie noch so schwer sind. Okay. Für die einen oder anderen habe ich hier tatsächlich Probleme mit der Wirbelsäule. Pass auf, dass du dich nicht, quasi also überhebst, wie heißt denn das jetzt? Ja, überheben? Nee. Naja, dass du nicht zu schwer hebst. So, rückläufiger Merkur, ihr Lieben, es ist nicht einfach mit der Sprache, aber generell ist es das ja bei mir nicht. okay, egal. Auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr nicht zu schwer hebt. Ja, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, hier könnte was mit der Wirbelsäule sein. Auch habe ich hier so ein bisschen Schwindel, Bluthochdruck. Ein bisschen drauf achten, ja, genug trinken bitte. Gerade wenn du Blutdruckpatient bist, ist es wichtig, dass du hier auf deine Medikamente achtest, auf dein Trinkverhalten achtest, dass du hier genug trinkst, ja. Eingeklemmter Nerv im oberen Rückenbereich haben wir hier auch leider die Gefahr drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eventuell kann es sein, dass man dich wirklich auch finanziell hier, ja, dass du etwas rausbekommst, dass man dich hier finanziell irgendwie verarscht hat, ja. Also auch das kriege ich hier tatsächlich rein. Und das wirst du alles rausbekommen, ne? Also hier geht es darum, dass sich etwas wandelt. Und zwar, dass du hier rauskommst aus etwas Toxischem, aus Herzschmerz, aus Dilemma und jetzt wirklich reinkommst in etwas Schönes, in etwas Neues, was auch hier mit
etwas, was dir am Herzen liegt, zu tun hat. Ja, also es geht hier wirklich um einen Herzenswunsch. So, was haben wir hier noch? Folge dem Strom, Hingabe, Vertrauen, zukünftige Flüsse und Ozeane. Also ich finde das ziemlich passend, denn ich glaube schon, dass du hier, guck mal, hier haben wir noch die Geburtsmysterien. Was darfst du erschaffen? Also das, was hier tatsächlich passiert, ist, dass du hier einen Neubeginn eingehst. Ja, etwas kommt jetzt ans Licht, etwas wird neu geboren. Es kann auch sein, dass hier ein Mensch wirklich jetzt zu dir steht und damit auch, woran du nie geglaubt hast. Ja, du hast daran nie geglaubt, dass dieser Mensch den Mut findet, hier wirklich zu sich zu stehen, zu euch zu stehen. Ja, und das passiert jetzt aber. Und das wird dich hier überraschen. Und die Frage ist auch so, was möchtest du erschaffen? Ich habe hier für die einen oder anderen, dass es hier auch tatsächlich Probleme mit Kindern am Wochenende geben könnte, mit Enkelkindern, ja. Und dass du damit irgendwas nicht so einverstanden bist, ja. Und das vielleicht kundtust, da reagiert jemand ein bisschen pissig drauf. Das kann man aber wieder klären, ja. Das habe ich ja auch noch für den einen oder anderen. Auch wird jetzt wieder was ins Fließen kommen, ja. Du stehst vor einem riesengroßen Gewässer, vielleicht fährst du auch irgendwo hin. Ich habe hier auch tatsächlich, du könntest erfahren von einer Wassergeburt. Zum Beispiel bringt jemand vielleicht aus deinem Kreis, das wird jetzt nicht für viele gelten, aber vielleicht bringt jemand ein Baby zur Welt am Wochenende, ja. Also hier steht eine Geburt an, quasi, und das wird hier eine Wassergeburt werden, ja, vielleicht auch spontan Wassergeburt, ja, dass man das erst dort entschließt. Genau, sowas habe ich hier. Ansonsten, wenn es damit gar nichts zu tun hat, dann kommen jetzt neue Ideen. Auch dein Gegenüber könnte hier wirklich den Neubeginn mit dir wollen, das Frische, die Geburt, ja, vielleicht sogar wirklich Familiengründung. Auch hochgradige sexuelle Anziehungskraft haben wir hier. Auch für die einen oder anderen kann es sehr erotisch werden. Vorsicht, hier könnte tatsächlich auch etwas fruchten, ja, wenn du dich hier hingibst. Genau. Ansonsten bleibe wirklich dieses Wochenende im Vertrauen, ja, im Vertrauen. Hier ist was ganz, ganz Großes auf dem Weg zu dir. Ja? Eine große Erkenntnis, eine große Veränderung, ein großer Wandel, der dir ganz viel tolle Sachen beschert. Also es ist Wahnsinn, ihr Lieben. Aber natürlich haben wir hier auch wieder den Strom. Ne? Also es könnte hier wirklich auch Probleme mit dem Strom geben. Elektrische Geräte, wie gesagt, da so ein bisschen aufpassen. Gerade die, die auch mit Wasser betrieben werden, könnten hier eine Stromproblematik haben. Akkus könnten am Wochenende in den Arsch gehen. Das kriege ich tatsächlich auch noch für den einen oder anderen rein. Achte auch darauf, dass du irgendwie schaust. In manchen Geräten, wenn die Batterien zu lange sind, dann läuft diese Suppe da raus, ja. Da kannst du auch ein bisschen drauf achten. Ich habe hier etwas, könnte dadurch kaputt gehen. Hier haben wir die Nachtigall. Du wirst dich hier auch mit deiner Schönheit oder mit deinem Optischen dieses Wochenende beschäftigen. Das heißt, vielleicht tust du dir etwas Gutes. Vielleicht möchtest du zum Friseur gehen oder du hast irgendwas anderes vor, was mit deinem Körper zu tun hat. Ja, auf jeden Fall geht es ja auch mit der Nachtigall darum, dass du hier deinem quasi, hier folgt jemand seiner Seelenmelodie, ja. Und das hier ist auch göttlich geführt. Das ist etwas, was unter Schutz steht. Auch was hier jetzt am Wochenende vielleicht nicht so schön ist, hat hier einen höheren Sinn und steht unter einem extremen Schutz. Das heißt, wenn hier was nicht funktioniert am Weekend, ja, sei dir sicher, du bist dadurch geschützt. Ja, das Universum möchte hier etwas von dir fernhalten, was dich sonst noch tiefer vielleicht runterziehen würde oder tatsächlich in irgendwas bringen würde, was du nicht möchtest, ja. Hier haben wir die Feldmaus, Meister der kleinen Dinge. Es kann sein, dass du eine relativ zierliche oder kleine Person bist. Zierlich musst du nicht sein, ne? Aber ich habe das Gefühl, du bist eher eine kleinere Person oder du hast es auch mit einem relativ kleineren Menschen zu tun. Ja, es kann natürlich auch sein, dass dir Mäuse, Libellen und auch Vögel besonders nahe kommen oder dass du jetzt eine Begegnung mit einer Maus hast. Ja, dann sehe den Wandel in den kleinen Dingen, ja, also es ist so ein bisschen wie immer wieder kommt was dazu und dieses Puzzle ist so
Puzzlestück für Puzzlestück und du hast das Gesamtbild. Ja, und ich habe das Gefühl, hier kommt am Wochenende das letzte Puzzlestück, was dir gefehlt hat oder was ihm gefehlt hat, kommt jetzt rein. Damit kann sich ein Bild komplett machen. Ja, und das bringt euch hier eine neue Chance. Also krass. So, ach nee, die wollte ich noch nehmen. Engel für Schein und Wirklichkeit. Wow, ich lasse meine Illusionen fallen und blicke der Realität ins Auge. Ich brauche dazu gar nichts mehr sagen, ihr Lieben, weil genau das ist das, was ich hier gerade alles palabert habe. Ne? Also, die Zahl 15 oder 51 könnte wichtig sein. Wir haben hier Erzengel Uriel. Mit deiner Hilfe lasse ich Freude in mein Leben. Du kannst ja am Wochenende auch mit Erzengel Uriel arbeiten, ja, der dir hilft, die Freude in dein Leben zu bringen. Hier haben wir auch wieder die Farbe Rot. Hier haben wir das Blau noch mit drin. Auch die Farbe Blau könnte wichtig sein. Vielleicht hat jemand blaue Augen, mit dem du es zu tun hast, ja, wo du jetzt vielleicht auch die Wirklichkeit erkennst, ja, Illusionen rausgehen. Es kann sich ja auch um eine weibliche Person handeln mit blauen Augen. Da haben wir das auch noch mit drin. Es geht hier aber auch darum, egal was hier jetzt auch passiert, ne, das ist nichts in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn du jetzt wirklich hier eine Wirklichkeit erkennst und einen neuen Weg einschlägst, ja, und vielleicht mit Freunde, Familie oder auch einem Herzensmenschen brichst, heißt das nicht, dass es auf ewig so bleiben muss, denn ich sehe hier auch für die einen oder anderen kommt hier eine Versöhnung wieder rein, ja. Das möchte ich auch dazu sagen. Okay. Schauen wir auf die Zeitkarten. Hier haben wir die 5, die eben auch für die Herausforderungen stehen, ne, aber auch für die Veränderung. Du entscheidest selber, 5 Tage, 5 Wochen. Und hier haben wir noch die Zahl 4, 45. 54, 51, 47, 74, ja, 55, 44, vielleicht siehst du diese Zahlen auch häufig, ja, gerade die 4, 4, 5, 5 könnte auch sein, oder du wachst 4.44 Uhr auf, oder du wachst 5.55 Uhr, ja, 5.55 Uhr auf. Ja, also solche Dinge könnten auch passieren, diese Zahlen könnten dir, ja, tatsächlich begegnen. Okay. Sternzeichen. Hier haben wir den Stier. Wir haben Löwe, Widder und Schütze. Hier haben wir Skorpion. Hier haben wir Jungfrau. Hier haben wir den Wassermann. Hier haben wir Schütze. Hier haben wir den Steinbock und hier haben wir die Fische. Fische und Krebs. Krebs, Fische, Skorpion sind auf jeden Fall auch noch dabei. Also das Wasserelement, ich sage ja, vielleicht hast du es damit zu tun. Und die ich jetzt hier genannt habe. Ne? Wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, heißt das nicht, dass es nicht dein Reading sein kann, sondern vielleicht ist auch dein Aszendent hier gefallen oder eins dieser Sternzeichen ist häufig in deiner Chart vertreten. Ja, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. So, schauen wir noch in den Powerbeutel, was wir hier noch so kriegen. Ich habe aber das Gefühl, ich möchte noch mal reingreifen. Okay, es sind doch einige mehr. Hier haben wir, ich nehme mal die Karte weg, hier haben wir das J. Wir haben noch mal das J. Wir haben das T. Wir haben das M. Wir haben noch mal das Y. Das ist das Y. So. Hier geht es um eine Reise, hier geht es eventuell auch wirklich jetzt um eine Veränderung, ja. Vielleicht ist dein Gegenüber auch weiter von dir entfernt oder es geht hier um eine Person, die weiter weg ist, vielleicht sogar ein anderer Kontinent, ja. Oder es geht auch um eine Reise, die du hier antrittst, ja, um einfach jetzt deine ja, seelische, emotionale Verfassung zu verbessern. Auch das könntest du hier entschließen. Oder erschließen am Wochenende, ja, dass du sagst, boah, ich fahre jetzt einfach weg. Ja, du planst eine Reise eventuell auch. So, hier haben wir den Regenschirm. Also es kann hier wirklich mit dem Regenschirm zu ein paar Tränen kommen, ja. Es kann auch sein, dass man hier, ja, so ein bisschen dieses reinigende Gewitter, was ich gesagt habe, ne, mit dem Regenschirm.
Dann haben wir hier den Herzschlag, wie gesagt, Schwindel, auch dein Blutdruck und achte da so ein bisschen auf deine Herzgesundheit. Es kann auch sein, dass dein Herz anfängt höher zu schlagen, ja, dass es hier um Nachrichten geht, die man hier bespricht, um klärende Gespräche. Hier fängt dein Herz an, höher zu schlagen, ja. Du hast hier vielleicht auch eine gewisse Nervosität, bekommst hier vielleicht auch eine Nachricht rein, ja, und da könnte das so sich so ein bisschen anzeigen. Hier haben wir die Spinne. Es geht um die Neuausrichtung. Aber die Spinne ist schon echt ein bisschen herausfordernd für mich tatsächlich. die Spinne. Also zum einen kann es natürlich auch sein, dass dir jetzt Spinnen begegnen. Ich habe hier tatsächlich, dass du eine Spinnenphobie hast. Ja, Herzschlag und Spinne ist Spinnenphobie. Hier fängt das Herz an zu pumpen, ja. Ansonsten steht die Spinne eben hier für die Kreativität, für Neuausrichtung, für Erkenntnis auch, ja. Hier schließt sich etwas auf, überraschenderweise in Herzensangelegenheiten. Ich glaube, dass hier dein Gegenüber erkennt, mit wem er es hier wirklich zu tun hat, ja. Und sich hier auch jetzt gewissen Dingen stellt. Dann haben wir nochmal den Schlüssel. Hier geht es um den Neubeginn. Hier ist die Zahl 0. Hier möchte jemand von Neuem beginnen. Hier möchte jemand etwas nochmal sozusagen von Null anfangen lassen, ja, auf Null setzen. Ja, du glaubst das Ganze nicht, hier ist der Weihnachtsmann, ja, also so nach dem Motto, entweder hat hier Weihnachten eine Rolle gespielt, ja, Weihnachten könnte ein wichtiges Thema gewesen sein, oder es geht hier auch wirklich darum, dass du sagst, ich glaube im Leben daran nicht mehr, weil ich glaube auch nicht mehr an Weihnachtsmann, ja. Also sowas könnte hier auch sein. Überraschenderweise wird hier aber eventuell auch etwas, was dir an Weihnachten versprochen wurde, tatsächlich eingelöst. Ja, also das kriege ich hier jetzt auch rein. Musikbotschaften kommen rein. Ich habe hier für dich tatsächlich auch ganz, ganz wichtig, dass du jetzt darauf hörst, was für Lieder kommen immer wieder im Radio, was begegnet dir vielleicht beim Einkaufen für Lieder, was sind das so für Melodien, die da reinkommen, arbeitest du vielleicht auch mit Heilfrequenzen, ja, auch das könnte hier eine Rolle spielen, vielleicht bist du aber auch musikalisch oder dich zieht es zur Musik hin am Wochenende, ja. So, dann haben wir hier den Krankenwagen, hier geht etwas in die Heilung, hier ja, quasi ist es so, dass etwas, was hier nicht gesund war, quasi jetzt wirklich in die Heilung gehen darf, indem dass dein Gegenüber jetzt anfängt, einen neuen Weg einzuschlagen oder du eben, ja. Dann haben wir hier die Fische, das ist die Gefühle, das sind aber auch die Finanzen, das habe ich nun auch schon angesprochen, ne. Tatsächlich für alle, die Aquarien haben, bitte prüft das Wasser. Hier könnte irgendetwas sein, was nicht in Ordnung ist oder auch mit dem Strom zusammen in Verbindung stehen, ja. So, hier haben wir den Elefanten, der steht für, ja, für Loyalität, für Zusammenhalt, für Familie, ja. Vielleicht geht es hier auch um Familienthemen. Es kann auch sein, dass du erfährst, dass es jemand in der Familie nicht gut geht. Auch das kann hier möglich sein. Wir haben hier die Blätter, etwas kommt ins Erblühen. Hier geht es um Zusammenhalt, ja, um Versöhnung zwischen dir und einem Gegenüber, aufgrund, dass hier toxische Menschen das Feld verlassen. So, dann, was haben wir hier? Hier haben wir den Steinbock, dann haben wir hier die Vögel, Unruhe, Stress, Nervosität, was das Wochenende noch mitschwingen kann, vielleicht auch Projekte, die jetzt am Wochenende anstehen, wo du sagst, boah, ich bin eigentlich so ein bisschen auch nervös, wie das Ganze abläuft, oder du hast ja einfach auch einen gewissen Stress, ja, musst schnell irgendwie hin und her, vielleicht arbeitest du Samstag noch und du hast dann aber noch irgendwas anderes und du switcht wirklich ziemlich schnell hin und her, das sehe ich hier auch. Dann haben wir hier tatsächlich noch eine Schneeflocke. Es kann sein, dass es hier zwischen dir und einem Menschen sehr kalt gewesen ist, ja, und jetzt kommt wieder Wärme rein, jetzt kommt wieder Leidenschaft zurück und so weiter und so fort. Das Ganze könnte hier eine Seelenpartnerschaft sein, es könnte hier auch sein, dass etwas unter einem guten Stern steht, ja, Klarheit, Intuition, du weißt es schon, du spürst es schon, und auch unerwartete Nachrichten, die hier für Klarheit sorgen bei dir, ja. Also durchweg echt ein krasses Wochenende, ihr Lieben. Ich bin gespannt, was ihr so erlebt. Auch nochmal ein bisschen aufpassen,
Ist es vielleicht notwendig, dass ihr euren Gefrierschrank mal wieder abtaut? Ja, das könnte ja auch noch eine wichtige Geschichte sein, sonst könnte der nämlich auch irgendwie Schaden nehmen. Guckt mal nach, ja, vielleicht ist da irgendwas und ja, das ist noch hier so ein kleiner Hinweis, den ich jetzt gerade reinbekommen habe. Und ansonsten, wie gesagt, wird das hier schon, ja, ein straightes Wochenende irgendwie mit viel, viel Klarheit, Erkenntnis und Desillusionierung. Gott, Gott. Das beim rückläufigen Merkur auszusprechen ist auch eine Sache, die man nicht unbedingt machen muss, aber kann. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Ich bin gespannt, was ihr so zu berichten habt und freue mich natürlich über eure Feedbacks. Und ja, passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.